Also, Laufzeiteffekte-Übung heute. Wir schauen uns das Totzeitmodell nochmal an, werden uns Übergänge und Hazardfehler in Schaltnetzen nochmal genauer zum Gemüte führen. Wir unterscheiden hierbei zwischen Funktions- und Strukturhazards. Wir werden schauen, wie wir diese Hazards erkennen und entsprechend, wenn möglich, diese Hazardfehler, die entstehen, auch beheben und dann nochmal ein bisschen zusammenfassen. Was solltet ihr bisher jetzt können? Wir sind ja in der Vorlesung jetzt durch mit Kapitel 3. Das heißt, ihr solltet Schaltfunktionen aus dem Schaltnetz ablesen und ins KV-Diagramm eintragen können. Ihr solltet ein KV-Diagramm für 3, 4, 5 Variablen erstellen können. Ihr solltet wissen, wie die aussehen, wie man die benutzt. Ihr solltet den Unterschied zwischen Primimplikanten und Primimplikaten wissen und wissen auch, was diese Begriffe jeweils bedeuten. Ihr solltet wissen, was ein Eingabewechsel ist und was ein Übergang ist und den Unterschied zwischen Hazard und Hazardfehler natürlich auch kennen. Ihr solltet Hazardfehler analysieren, beziehungsweise Hazards oder Übergänge auf Hazards analysieren und entsprechend Hazardfehler, falls möglich, auch beheben können. Dann haben wir noch das Totzeitmodell vorgestellt in der letzten Vorlesung oder in der vorletzten schon. Und wir haben hier gesagt, dass wir Schaltglieder und Leitungsstücke eines realen Schaltnetzes nachbilden wollen, indem wir ideale Funktionsglieder haben und zusätzlich noch Totzeitglieder. Und hier versuchen dann eine Trennung des Netzes zwischen dem idealen Teil und dem realen Teil oder dem modellierten Verzögerungsteil zu erstellen. Wir haben festgestellt, dass man hier auf Probleme stoßen kann, wie zum Beispiel hier, dass bestimmte Bauteile doppelt verwendet werden. Und für diesen Fall haben wir dann festgelegt, dass man hier logisch und zeitlich äquivalente Kopien dieser Bauteile dann erstellen muss. Wie sah das aus? Wir haben hier verschiedene Verzögerungszeiten mit Tau 1, Tau 2, Tau 3 und Tau 4. Wir sehen, dass es dieses Bauteil mit der Verzögerung, mit dem zusätzlichen Verzögerungsglied Tau 1 hier doppelt verwendet wird. Also einmal über diesen Pfad nach oben und einmal über diesen Pfad nach unten. Und das führt natürlich, wenn man jetzt hier jeweils die Verzögerungsglieder nach vorne zieht, hier Tau 3 nach vorne und dann kann man Tau 1 nach vorne ziehen, dann führt es natürlich nachher zu einem Konflikt, weil wir dann hier einen Pfad haben, der uns einmal hier und einmal hier verschiedene Verzögerungszeiten liefert. Ja? Und wir haben gesagt, wir können diesen Widerspruch auflösen, indem wir dann diesen Block, der hier entsteht, diesen Block einfach doppelt verwenden, das heißt zweimal hier einfügen, äquivalent, einmal jeweils mit Tau 1 natürlich, und das erlaubt uns dann, so eine Baumstruktur zu haben, wo wir tatsächlich auch die Verzögerungszeiten wieder nach vorne ziehen können. Ja? Wir haben hier unsere Verzögerungszeiten, ziehen wir natürlich nochmal vor diese Bauteile hier, und dann hat man die da vorne. Genau, hier. Wir haben diesen Teil hier als Pfadvariablen bezeichnet. Das sind meine Eingabevariablen. Und wir haben hier unterschieden zwischen einem Verzögerungsteil, einem reinen Verzögerungsteil, ja, und dem funktionalen Teil, der mir hier die ideale Schaltung ohne jegliche Verzögerungen widerspiegelt. Ja? Alles Wiederholung, kennen wir schon. Solltet ihr alle, sollte nichts Neues für euch sein bisher. Dann haben wir die Indizierung vorgestellt, der Pfadvariablen, wie wir hier vorgehen. Wir haben gesagt, wir fügen einen zusätzlichen Index hinzu. Bisher waren unsere Eingabevariablen immer in der Form von A1, A2 beispielsweise oder A1, B1. Und dann haben wir hier einen zweiten Index hinzugefügt. In diesem Fall haben wir hier reine Eingabevariablen, also A und B. Das heißt, wir fügen keinen zweiten Index, sondern einen ersten Index hinzu, dass jedes Mal, wenn hier A benutzt wird, unterscheiden wir ein A1, A2, A3, für jedes Auftauchen von B, B1, B2, B3 und so weiter. Ja? Erhöhen also den Index für jedes Mal, wo die Variable verwendet wird.
Den Zusammenschluss dieser Pfadvariablen haben wir dann Pfadvektor genannt und den kann man dann hier zusammenfassen als in diesem Fall sechselementigen Vektor. Ja? So, auch nichts Neues. Hazardfehler und Hazard, nochmal zur Wiederholung. Wir haben gesagt, ein Hazardfehler ist eine mehrmalige Änderung der Ausgangsvariable während eines Übergangs. Und wir haben gesagt, ein Hazard ist die in dem Schaltnetz gegebene logisch-strukturelle Vorbedingung für diesen Hazardfehler. Wo sind meine? Okay. Und wichtig war hier natürlich, dass das Hazard nicht die Eigenschaft des Schaltnetzes ist, sondern die Eigenschaft eines bestimmten Überganges in meinem Schaltnetz ist. Ja, das ist sehr wichtig. Das heißt, zunächst einmal, wenn ich betrachte, ob ein Übergang hazardbehaftet ist, betrachte ich einmal die logische Funktion, die durch das Schaltnetz realisiert wird. Und zum anderen betrachte ich die Implementierung dieser Funktion, also die Struktur des Schaltnetzes. Und hier ist natürlich wichtig, was für Verknüpfungsfunktionen verwende ich, wie sieht die genaue Anordnung der Gatter zur Realisierung der Funktion aus und tatsächlich hier noch nicht die reinen Verzögerungswerte dieser verwendeten Gatter, sondern es geht nur um die Struktur. So, zusammenfassend haben wir gesagt, wenn wir einen Hazardfehler feststellen, dann wissen wir, dass ein Übergang hazardbehaftet ist. Also aus dem Hazardfehler folgt der Hazard. Wir haben auch festgestellt, dass der Umkehrschluss nicht funktioniert. Also dass wir, wenn wir wissen, da ist ein Hazard, dass wir nicht sagen können, da ist ein Hazard, dass automatisch ein Hazardfehler auftritt, sondern das Auftreten des Hazardfehlers ist nur, passiert nur dann, wenn man noch zusätzlich zur Hazardbehaftung noch ungünstige Verzögerungswerte für einen Übergang hat. Ja? Wir haben Übergänge klassifiziert. Wir haben gesagt, es gibt statische Übergänge, dynamische Übergänge, statische 0, statische 1 Übergänge, dynamische 0, 1 und 1, 0 Übergänge. Und haben gesagt, die gleiche Klassifizierung können wir dann auch für Hazards machen. Indem wir einfach die Wörter Übergang durch Hazard ersetzen. Also haben wir einen statischen 0 Hazard, statischen 1 Hazard, einen dynamischen 0, 1 oder dynamischen 1, 0 Hazard. Genau. Nochmal zusammengefasst, also die Hazards zusammengefasst. Für einen Funktionshazard brauchen wir mindestens einen Weg von der Anfangs- zur Endbelegung. In meinem Übergang, für den die Folge der zugehörigen Funktionswerte nicht monoton ist. Und für einen Strukturhazard brauche ich eine Anfangs- und Endbelegung, für die die Werte des Strukturausdrucks nicht monoton sind. Ja, also beim Funktionshazard betrachte ich nur die Funktion, beim Strukturhazard den Strukturausdruck. Zwei Hazards haben wir festgestellt, können wir unterscheiden. Einmal den Funktionshazard, dessen Ursache in der Schaltfunktion selber liegt, die implementiert wird. Den können wir nicht beheben, also der Hazard selber ist da. Wir können allerdings den Funktionshazard-Fehler vermeiden, indem wir entsprechend Verzögerungszeiten benutzen, die dazu führen, dass dieser Hazard-Fehler vermieden wird. Beim Strukturhazard liegt das Problem in der Implementierung, also in der Struktur des Schaltnetzes, in der Anzahl der verwendeten Bauteile und so weiter. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese zu beheben, sind jedoch kostspieliger als die Minimalimplementierung. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel den Satz von Eichelberger, werden wir auch gleich nochmal sehen, wie wir das genau machen können. So. So viel zur Zusammenfassung im Schnelldurchlauf. Habe ich irgendwas angesprochen, was ihr noch nicht verstanden habt, was ihr noch nicht wisst? Nicken oder Schulterzucken? Alles in Ordnung? Wer möchte noch irgendwas davon erklärt bekommen? Alles in Ordnung. Gut, machen wir weiter. Also, erste Aufgabe. Gegeben sei das folgende Schaltnetz. Und wir betrachten jetzt zunächst einmal die Pfadvariablen dieses Schaltnetzes. Wir haben hier keine doppelte Verwendung der Bauteile. Das heißt, wir können einfach jedes Mal, wenn eine Variable neu verwendet wird, einen Index hinzufügen, der jeweils das Vorkommen aufzählt und jeweils beim nächsten Vorkommen diesen Index inkrementiert. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel C1, wir haben hier A1, weil A das erste Mal hier vorkommt. Das zweite Vorkommen von A2 beschreiben wir dann als A2. Und dann haben wir nochmal B1,
und das erste Vorkommen von B. Dementsprechend können wir die Totzeiten auch so definieren. Wir können sagen, für die Pfadvariable C1 haben wir die Verzögerungszeit tau C1, für die Pfadvariable A1 haben wir die Verzögerung tau A1, Pfadvariable A2, tau A2 und tau B1. Also hier mein reiner Verzögerungsteil und meine reine logische Implementierung. So, betrachten wir uns die Schaltfunktion. Dann sehen wir, zunächst einmal, wenn wir die Funktion betrachten, haben wir ein NAND von C und A. Dann haben wir ein NAND von A nicht und B. Und wir haben ein NAND, das beide Ergebnisse nochmal vernendet. Das heißt, wenn ich die Funktion aufschreibe, FCBA, habe ich CA genendet, BA nicht genendet und das Ganze nochmal genendet. Jetzt kann ich das natürlich algebraisch umformen. Ich kann diese große Negation und das Und kann ich umformen zu einem oder und der jeweiligen Negation der einzelnen Terme. Das heißt, hier fallen die großen Negationszeichen fallen weg. Und dann bleibt noch ein CA oder BA nicht übrig. Einverstanden? Keine Widersprüche, alle zufrieden. Das trage ich dann in mein KV-Diagramm ein. Also habe ich einmal CA. Machen wir CA grün am besten, weil ich kein Gelb raussuchen möchte. Das wäre quasi mein CA. Und das hier wäre mein BA nicht. Das wäre jetzt blau. Soweit, so gut. Das wäre jetzt ungefähr der Stand von vor 3 Wochen wahrscheinlich ungefähr. Also, Funktion aus dem Schaltnetz ablesen, dieses hier ins KV-Diagramm eintragen. Easy Sache. Nächster Schritt wäre, dass ich mein Strukturdiagramm hier nehme, also mein Strukturnetz hier nehme und einen Strukturausdruck daraus mache. Ja? Also Strukturausdruck. Dafür habe ich jetzt 4 Variablen. Ich nehme jetzt meine Pfadvariablen A1, A2, B1 und C1 und mache im Grunde genau das Gleiche. Ich versuche hier rauszulesen, wie meine Funktion aussieht. Und der einzige Unterschied zu der Funktion da oben ist natürlich, dass ich jetzt nicht C nennt A beim oberen und A nicht nennt B habe, sondern ich unterscheide diese A's durch A1 und A2. Das heißt, es ist genau der gleiche Ausdruck wie hier, nur dass mein erstes Vorkommen von A1 A1 ist und das zweite A2 ist. Das heißt, ich habe hier C1 A1 und ich habe hier B1 A2. Das kann ich natürlich genauso umformen wie die erste. Wie meine Schaltfunktion und ich bekomme hier wieder C1, A1 oder B1, A2 nicht. Ja, auch klar, glaube ich. Trage ich das jetzt ins KV-Diagramm ein, brauche ich jetzt ein größeres KV-Diagramm, weil ich jetzt 4 Variablen habe. Und sei das hier jetzt A1, A2, B1 und C1, also in diese Reihenfolge gegeben, dann habe ich einmal, nehmen wir jetzt mal rot für das Gelbe, das wäre A1, C1 ist dieser hier. Und ich habe B1, A2 nicht, das ist mein grüner Block. Soweit immer noch, glaube ich, kein Problem. Jetzt machen wir ein bisschen weiter. So, was wir als nächstes machen wollen, ist, wir wollen verschiedene Übergänge in dieser Funktion betrachten. Dafür betrachten wir uns in der Schaltfunktion zunächst einmal die Belegung 3 auf 0, also den Übergang von hier nach hier. Dann haben wir von 0 nach 1, 1 nach 6, 6 nach 7 und 7 nach 4.
So, das sind die verschiedenen Übergänge, die wir uns betrachten wollen, also die wir genauer analysieren möchten. Und dafür können wir uns hier nochmal anschauen, wie der Idealverlauf aussehen müsste. Idealerweise würde ich natürlich sowas vermuten, dass sowas rauskommt. Also die Belegung bei 3 liefert mir eine 0. Belegung bei 0 liefert mir auch eine 0. Das ist das hier. Belegung bei 1 liefert mir auch eine 0. Das ist diese 0 hier. Dann habe ich die Belegung bei 6, ist eine 1. Ich hier hochgehen. Belegung bei 7 ist eine 1, müsste hier bei 1 bleiben. Und dann habe ich wieder die Belegung bei 4, müsste wieder 0 sein. Das ist der ideale Verlauf, den ich gerne hätte. Oder beziehungsweise das ist genau das, was man erwartet, was dabei rauskommt. Wenn wir uns jetzt damit beschäftigen werden, werden wir sehen, dass die reale Umsetzung davon so aussieht. Ja? Hat natürlich genau mit der Problematik zu tun, die wir behandeln, also Hazardfehler und Hazards. Und wir werden sehen, dass wir hier keinen statischen Verlauf bei 0 haben, dass wir hier nochmal so ein dynamisch, hier keine monotone 0-1-Steigung haben, hier dasselbe mit statisch 1 und so weiter. Ja? So. Aber das betrachten wir jetzt gemeinsam nochmal, warum genau es so aussieht, wie ich es gerade vorgeführt habe. Also nochmal zusammenfassend, der reale Verlauf weist an mehreren Stellen kurzzeitig Fehler auf. Und unsere Aufgabe wäre jetzt, zunächst einmal die auftretenden Fehler zu klassifizieren nach der Ursache, den Art der Fehler für die betroffenen Übergänge festzustellen, eventuell Zeitbedingungen zu definieren, unter denen diese Fehler auftreten und Behebungsmöglichkeiten zu betrachten, und zwar gibt es Behebungsmöglichkeiten und wenn ja, welche. Ja? So, dafür fangen wir jetzt erstmal an mit Übergang, dem ersten Übergang. Wir sind von der Belegung 3 auf 0, das heißt, wir sind jetzt hier und wollen hier hin. Und wenn wir uns jetzt das KV-Diagramm anschauen, von der Funktion, dann sehen wir, dass die Belegung von 3 nach 0 wechselt. Wir sehen, dass wir hier einen Eingabewechsel haben von 011 auf 000. Das bedeutet zwei Eingabevariablen, und zwar diese beiden hier, wechseln und es ist jeweils B und A. Und wir wissen aus der Vorlesung, wenn wir zwei Variablen haben, welche ihren Wert wechseln, dann gibt es zwei Fakultät-Wege, wie dies geschehen kann. Und zwei Fakultät, für unser Glück, ist jetzt 1 mal 2, also gleich 2. Es gibt genau zwei Wege in diesem KV-Diagramm, wie dieser Eingabewechsel vonstatten gehen kann. Hier noch recht trivial, wenn ich natürlich zwei Variablen habe, entweder wechselt die erste zuerst oder die zweite wechselt zuerst. Entsprechend kann ich jetzt natürlich auch schauen, welche zwei Wege sind das? Das ist einmal der Wechsel von B zuerst. Also wenn B zuerst wechselt, dann springe ich von der Belegung 3 auf die Belegung 1. Danach wechselt A den Wert. Dann bin ich von 1 auf der 0. Ja? Wenn ich mir jetzt die Ausgabe betrachte, habe ich hier eine 0, ich habe hier eine 0 und ich habe hier eine 0. Das heißt, ich bin statisch durchgehend bei der 0. Das ist unproblematisch. Das ist eigentlich genau das, was wir gerne hätten. Betrachte ich jetzt aber den zweiten Pfad, den ich hier nehmen kann, ist nämlich zuerst, wenn zuerst A wechselt, wechsle ich von der Belegung 3 auf die 2 und von 2 auf die 0. Und hier habe ich tatsächlich keinen monotonen Verlauf meiner Ausgabefunktion mehr. Das heißt, ich habe eine 0, 1, 0 an meiner Ausgabe. Ja? Also, Ön ist unkritisch, das ist B3, B1, B0. Liefert jeweils 0, 0, 0. Und Rot oder Hellrot hier ist ein bisschen kritischer oder ist kritisch. Und das ist die Belegung 3 nach 2 nach 0. Und hier habe ich eine Ausgabe von 0, 1, 0. Das ist eine nicht monotone Folge. Und wir wissen, wenn wir uns an die Klassifikation unserer Hazards erinnern, ist es hier ein statischer, wenn es ein Hazard ist, oder zumindest der Übergang ist ein statischer Übergang. Ich habe einen statischen Nullübergang. Das heißt, ich versuche bei 0 zu bleiben und bei 0 zu starten und bei 0 wieder aufzuhören. Entsprechend, wenn es ein Hazard ist, habe ich natürlich hier einen statischen Null-Hazard. Die Frage wäre jetzt nur noch, hat man einen Funktions- oder einen Strukturhazard? Damit es ein Strukturhazard sein kann, müsste ich natürlich die Struktur betrachten.
wir sind ja noch gar nicht bei der Struktur, wir haben jetzt nur die Funktion betrachtet und in der Funktion selber haben wir schon einen Fehler gefunden. Das heißt, hier handelt es sich tatsächlich um einen statischen Null-Funktionshazard. Ja? Wir wollen aber trotzdem nochmal den Strukturausdruck betrachten. Also wir haben festgestellt, Hazardfehler tritt auf, wenn A vor B wechselt. Und wenn wir uns jetzt den, wo ist mein KV-Diagramm? Hier. Wenn wir uns jetzt den Strukturausdruck anschauen, habe ich ja einen Wechsel von C1, B1, A2, A1. Also ich habe die vier Variablen. Ich habe einen Wechsel von 0, 1, 1, 1 auf 0, 0, 0, 0. Das heißt, das hier ist mein B. Und die hinteren beiden sind jeweils mein A. Oder verschiedene Versionen meines A's. Ja? Und wir haben vorhin ein 0, 1, 1 auf 0, 0, 0 betrachtet. Im Strukturausdruck sieht es jetzt natürlich wieder ein bisschen anders aus, weil ich ein doppeltes Vorkommen von A habe, habe ich hier zweimal die 1 für A und zweimal einen Wechsel von 1 nach 0. Das heißt, diesmal habe ich insgesamt drei Variablen, die wechseln. Wenn ich drei Variablen habe, habe ich drei Fakultät-Wege, wie dies passieren kann. Drei Fakultät ist 1 mal 2 mal 3, also insgesamt 6 Wege. Und wir betrachten jetzt im KV-Diagramm des Strukturausdrucks, welche Pfade dieser Weg nehmen kann. Und die Reihenfolge hier ist natürlich immer die, dass wir zuerst sagen, es wechselt zuerst eine Variable, dann die zweite, dann die dritte, erste Variable, die dritte, die zweite und so weiter können wir das durchführen. Also die zweite, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 und 3, 2, 1. Ja? Also haben wir B1, A2 und A1, die jeweils wechseln. Unser erster Wechsel wäre hier der Wechsel von B1, dann der Wechsel von A2 und dann der Wechsel von A1. Hier sehen wir, haben wir eine monotone Folge, das ist 0, 0, 0, 0, also ist unkritisch. Wir können dann hier den ersten Wechsel beibehalten, das heißt, unser erster Wechsel ist wieder B1 und dann die zwei Variablen, die sich danach ändern, in der Reihenfolge tauschen. Das heißt, anstatt A2 zu wechseln, wechseln wir hier zuerst mit A1 und danach mit A2. Auch hier haben wir dann eine monotone Folge. Wir sind bei 7, 3, 2, 0 von der Belegung und meine Ausgabe ist 0, 0, 0, 0 wieder, auch eine monotone Nullfolge, also auch unkritisch. Zweite Version wäre, ich wechsle zuerst A2, wechsle A1 und wechsle dann B1. Hier sehe ich, ich habe eine 0, 1, 1, 0. Das heißt, hier bin ich nicht monoton. Das wäre zum Beispiel ein Fehler, der auftreten kann. Jetzt kann ich den ersten beibehalten und dann hier den Wechsel wieder ändern. Das heißt, statt A1 zuerst wechsle ich zuerst B1. Wenn ich B1 zuerst wechsle, bin ich zunächst mal hier und wechsle dann mit A1 auf die Belegung, das heißt, ich bin Belegung 7, 5, 1, 0. Auch hier habe ich eine nicht monotone Folge. Und die letzten beiden sind, wenn ich zuerst A1 wechsle, anschließend A2 und dann B1. Oder natürlich zuerst A1, dann statt A2 B1, zuerst B1 und dann A2 wechsle. Dann bin ich bei 7, 6, von der 7 auf die 6, von der 6 auf die 2, von der 2 auf die 0. So, hier haben wir den Fall, dass der eine blaue, der gestrichelte blaue Pfad unkritisch ist. Da bin ich bei 0, 0, 0, 0. Das heißt, hier bin ich monoton. Und der erste blaue Pfad, der wechselt von 0, 1 auf die 0. Das heißt, hier habe ich einen Hazardfehler. Wann tritt jetzt dieser Fehler auf? Wir können jetzt hier feststellen, wir haben ja schon bei der Funktion festgestellt, wenn A vor B wechselt, tritt in der Regel dieser Fehler auf. Wenn wir uns den Strukturausdruck anschauen, dann können wir hier feststellen, wenn A2 wechselt, also wenn ich jetzt zuerst hochgehe, wo die zwei Einsen sind, bevor ich auf die linke Seite meines KV-Diagramms gehe. Das heißt, wenn A2 vor B1 wechselt, dann habe ich in der Regel dieses Problem. Deswegen kann ich sagen, also A2 wechselt vor B1, bedeutet die Verzögerung von A2, also Tau A2 ist kleiner als B1. Das wäre hier eine Zeitbedingung, die für den Fehler sorgen würde. Wie kann ich den beheben?
Wenn ich meinen Fehler genau definiert habe, kann ich natürlich genau die Umkehrung verlangen. Das heißt, ich kann sagen, tau b1 muss natürlich kleiner sein als tau a2, dann tritt genau dieser Fehler hier nicht mehr auf. Okay? Einverstanden. Fragen dazu? Keine. Wunderbar. So, dann haben wir unseren ersten Teil erfüllt. Wir betrachten jetzt die zweite Belegung. Also wir gehen von b0 Wir gehen von der Belegung 0 auf die Belegung 1. Entspricht diesem Übergang, also von der Belegung 0 auf die 1. Wir schauen uns unsere Funktion an im KV-Diagramm. Ihr seht jetzt übrigens immer hier grau hinterlegt, ist mein Übergangsbereich, also in welchem maximalen Quadrat ich mich hier bewege. Und von 0 nach 1 habe ich hier einen Variablenwechsel. Können wir uns das mal anschauen. Und für diese einen Variablenwechsel wissen wir, dass diese frei von allen Funktionshazards sind. Also wenn sich nur eine Eingabevariable ändert, können wir keinen Funktionshazard haben. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt, falls hier ein Problem sein sollte, wäre, dass es ein Strukturhazard ist. Deswegen betrachten wir den Strukturausdruck. Und wir sehen, dass wir hier einen Übergangsbereich haben, der ist ein bisschen größer. Die Belegung wechselt von CBA 000 auf 001. Im Strukturausdruck heißt es natürlich, ich habe nochmal A wieder blau. Ich hätte hier einen Wechsel von A von 0 auf 1. Und da ich hier zwei verschiedene Versionen von A habe, habe ich hier auch zwei Variablenwechsel. Das heißt, ich habe hier wieder zwei Pfade, die meine Funktion nehmen kann. Einmal wäre es, wenn A1 zuerst wechselt und einmal, wenn A2 zuerst wechselt. Genau. Wenn jetzt A2 zuerst wechselt, dann habe ich hier meinen gestrichelten grünen Pfad, der geht hier unten entlang. Wenn A1 zuerst wechselt, dann habe ich hier meinen durchgängigen grünen Pfeil. Beide Versionen hier sind unkritisch. Ich habe hier eine Eingabebelegung am Start mit einer 0, eine Endbelegung mit 0 und meine Pfade liefern beide eine monotone Folge von Nullen. Ja? Also hier gibt es keine Probleme. Und ich kann dann weitergehen zu meinem nächsten Übergang. So. Nächster Übergang, B1 nach B6. Hier habe ich einen Wechsel von 0 auf 1 in meiner Ausgabe. Das heißt, falls hier ein Problem ist, ist es auf alle Fälle ein dynamischer 0-1-Hazard. Wir betrachten uns zuerst nochmal die Funktion. Wir sehen, wir haben hier einen Wechsel von CBA 001 auf 110. Das heißt, es gibt insgesamt drei Variablen, die sich ändern. Drei Eingabevariablen, die sich ändern. Bei Eingabevariablen, die sich ändern, sind drei Fakultätpfade. 1 mal 2 mal 3, haben wir schon ausgerechnet. Das ist 2 mal 3 ist gleich 6. 6 verschiedene Pfade. Und wir betrachten jetzt zum Beispiel den grünen Pfad. Also zuerst ändert sich B, dann bleibe ich bei 0. Es ändert sich danach A, komme auf die 1. Dann ändert sich C und ich bleibe auf der 1. Hier hätte ich eine monotone Folge, die würde auf 0, 1 bleiben. Ich kann allerdings auch zuerst C wechseln, dann komme ich auf die 1. Dann wechsle ich A, dann komme ich auf die 0 und wechsle dann B, dann mich auf eine 1. Das heißt, hier habe ich dann, also grün sah so aus, 0, 1 und dann haben wir rot mit 0, 1, 1, seitlich korrektes, so was hier, ja. Das wäre jetzt nicht monoton. Und hier habe ich schon einen Problemfall gefunden. Also ich weiß jetzt, hier tritt schon der Fehler auf. Und erinnert euch an die Zusammenfassungsfolie der Hazards. Wenn wir den Hazard-Fehler haben, dann wissen wir, da ist ein Hazard. Und da wir jetzt nur die Funktion betrachtet haben, also hier nochmal der Übergang, der hier problematisch ist, ist B1, B5, B4, B6. Liefert eine nicht monotone Folge der Funktion, der Funktionswerte.
Und da wir jetzt nur die Funktion betrachtet haben, kann es sich hier nur um einen Funktionshazard handeln. Wir haben einen Übergang von 0 nach 1, also es ist ein dynamischer 0-1-Funktionshazard. Ja? Jeder einverstanden? Keine Widersprüche? Machen wir weiter. So, schauen wir uns den Strukturausdruck an. Dann wechseln wir hier von der Belegung 3 auf die 12. Und hier haben wir einen Wechsel von 4 Variablen, also 4 Fakultätwege. 1 mal 2 mal 3 mal 4, das sind 24 Pfade. Die werden wir jetzt nicht alle betrachten, das ist ein bisschen, wird wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich werden, aber ihr könnt euch ja vorstellen, es ist jede mögliche Kombination von Eingabewechseln hier möglich. So. Zeitbedingungen für den Fehler wollen wir jetzt nicht jede finden, sondern wir wollen nur eine definieren, die für den Fehler sorgt. Das wäre hier der Wechsel von C1 zuerst. Also ich wechsle hier auf die untere Seite, dann wechsle ich auf die linke Seite, also von der Mitte nach außen mit A1 und danach wechsle ich, danach ist eigentlich egal, welchen Pfad ich nehme, also ich kann den gestrichelten oder den nicht gestrichelten nehmen. Beides führt hier zu einem Fehler und dann habe ich hier noch den letzten Übergang bis mein B1. Und hier wäre die Zeitbedingung, die für den Fehler sorgt, zum Beispiel tau C1 ist kleiner tau A1 ist kleiner tau B1. In dem Fall wäre hier A2 beliebig. Wenn ich jetzt eine Lösung für mein Problem finden wollte, wäre das genau der grüne Pfad beispielsweise, der würde mir eine monotone Folge liefern. Und dann kann man hier sagen, man kann den Hazard-Fehler hier vermeiden, indem man genau diesen Pfad nimmt. Und dieser Pfad entspricht dann genau dieser Definition. Also ich wechsle zuerst C1, das heißt tau C1 ist kleiner als der Rest. Danach wechsle ich hier A2, das heißt tau A2 ist kleiner als der Rest. Und dann habe ich hier nochmal den Wechsel von B1 und danach A1, also tau B1 und tau A1. Und in dieser Reihenfolge der Größenordnung würde dann tatsächlich der Hazard-Fehler nicht mehr auftreten. Fragen dazu? Keine? Gut. Nächster Übergang, B6 nach B7. Wo sind wir? Wir sind hier nach hier. So, hier rechts in unserem KV-Diagramm sehen wir, das ist ein 1, statischer 1-Übergang. Und wenn wir uns die Wechsel der Eingabevariablen betrachten, ist natürlich die 6 ist 4 plus 2. Das heißt, wir haben, muss ich schauen, dass ich nichts irgendwo hinschreibe, wo es nachher überschrieben wird. Wir haben einen Wechsel von 4, 2, 0, das ist die 6. Auf die 7. Ja? Und das ist genau der Wechsel einer Eingabevariable. Und wir haben gesagt, ein Übergang, bei dem nur eine Eingabevariable wechselt, ist frei von Funktionshazards. Das heißt, die einzige Art und Weise, wo hier ein Problem auftreten könnte, wäre ein Strukturhazard. Strukturhazard heißt, wir schauen uns den Strukturausdruck an. Jetzt haben wir hier den Übergangsbereich, wo ein Wechsel stattfindet. Und wenn ich jetzt genau nachschaue, ja, genau das soll ich vermeiden, aber dafür steht es jetzt da. Wir schauen uns jetzt an, wie meine Anfangsbelegung aussieht. Das ist die 1100, das heißt C1, B1 hier. Und dann haben wir A1 und A2 sind jeweils 0, das heißt A1, A2, 0. Das heißt, wir sind hier bei der 12 und wollen auf die 15. Ja? Zeichnen wir vielleicht mal ein. 12, 15. Jetzt ist der gelbe Pfeil quasi genau der Übergang. Und ich habe einen Wechsel von 2 Eingabevariablen. Das sind wieder meine A's. Machen wir wieder blau. Und 2 Eingabevariablen heißt wieder auf 2 Fakultät, also 2 Pfade insgesamt. Einmal über die 13 und einmal über die 14. Und wir können hier schon direkt sehen, der Pfad über die 13 ist unkritisch, hier habe ich eine monotone Folge. Der Pfad über die 14 würde mir hier eine nicht monotone Folge liefern. Das heißt, hier hätte ich eine
ein Problem. Und das Problem habe ich jetzt nur erkannt, weil ich den Strukturausdruck betrachtet habe. Ja? Also handelt es sich hier um einen Funktionshazard. Oder? Ist es ein Funktionshazard? Wackelt schon jemand im Kopf? Wer ist für Funktionshazard? Nur um eure Mitarbeit zu erzwingen jetzt. Wer ist für Funktionshazard? Wer ist für Strukturhazard? Gut. Wer enthält sich mal wieder? Wer ist noch hier, weil es klimatisiert ist? 5 Stück. Gut, auch nicht schlecht. Natürlich ist es kein Funktionshazard, es ist ein Strukturhazard. Nochmal, Funktionshazard erkenne ich, wenn ich den Funktionsausdruck betrachte. Strukturhazard kann ich nur erkennen, wenn ich den Strukturausdruck betrachte. Wir haben hier schon den Funktionsausdruck betrachtet und haben hier nichts feststellen können. Und wir haben auch den Satz hier nochmal zum zweiten Mal jetzt hier gesehen, bei einem zweiten Übergang schon gesehen, der uns sagt, dass bei einem Eingangsvariablenwechsel von nur einer Variable es sich nicht um einen Funktionshazard handeln kann. Folglich weiß ich, es ist ein Strukturhazard. Die Frage ist nur noch, ist es ein statischer oder ist es ein dynamischer Strukturhazard? In dem Fall betrachte ich die Anfangs- und Endbelegung. Anfangs- und Endbelegung sind jeweils 1, also statisch, also es ist ein statischer Strukturhazard. Und da die jeweils 1 sind, die Anfangs- und Endbelegung, ist es ein statischer 1-Strukturhazard. So, soweit einverstanden alle. Nächste Frage, wann tritt der Fehler auf? Zeitbedingungen, auch hier einfach zu formulieren. Ich weiß, wenn ich zuerst von 12 auf 14 gehe, das heißt, wenn zuerst A2 wechselt, also wenn A2 zuerst kippt, wenn ihr so wollt, dann tritt der Fehler auf. Das heißt, Tau A2 muss kleiner sein als Tau A1. Folglich heißt es auch, wie kann ich den Fehler vermeiden? Ich kann ihn vermeiden, wenn ich genau die Umkehrung davon, also die ist die Umkehrung, sondern eigentlich, wenn ich voraussetze, dass der andere Pfad genommen wird, Umkehrung wäre ja Tau A1 kleiner gleich Tau A2. Wir wollen aber, dass Tau A1 kleiner, echt kleiner ist als Tau A2. So. Eine andere Art und Weise, diesen Fehler zu beheben, wäre der Satz von Eichelberger. Der Satz von Eichelberger sagt uns im ersten Teil, dass wir alle statischen Strukturhazards beseitigen können, wenn wir das Schaltnetz als Disjunktion aller Primimplikanten der Funktion realisieren. Was heißt das jetzt genau? Wenn wir uns den Funktionsausdruck, okay, ich möchte nicht zu weit nach hinten gehen, das heißt, der Funktionsausdruck war ja hier A und C, oder B und A nicht. Es resultiert in 2 Primimplikanten, das ist einmal der gelbe und einmal der blaue hier. Und wenn ich jetzt den Satz von Eichelberger verwenden möchte, um dieses Problem, um einen Strukturhazardfehler zu beseitigen, dann muss ich alle Primimplikanten der Funktion realisieren. Das bedeutet, ich habe hier noch einen zusätzlichen Primimplikanten. Für Belegung 6 und 7 habe ich nämlich C und B nochmal. Das heißt, wenn ich meine Funktion jetzt so implementiere, dass ich zusätzlich in meiner disjunktiven Form, also zusätzlich zu meiner disjunktiven Minimalform hier, noch den dritten Primimplikanten hinzufüge, also oder CB hinzufüge, dann kann ich das Problem auch beseitigen. Einverstanden? Gut. Wer ist nicht einverstanden? Keiner. Wunderbar. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber ich glaube, gezeigt wurde das ja in der Vorlesung schon, dass man das machen kann. Die Einschränkung hier ist allerdings, ich muss ja einen zusätzlichen Term hinzunehmen. Das heißt, ich verliere hier meine Minimalität. Meine Implementierungskosten sind hier höher. Ich brauche nochmal eine zusätzliche Konjunktion, die ich zu meinem disjunkten Term hinzufüge. Ja? Das heißt, ich habe höhere Implementierungskosten, habe aber dann für diesen Übergang tatsächlich
kein Problem mit einem Strukturhazard. Wenn sich jetzt aber meine Funktion ändert, ändert sich ja auch mein Strukturausdruck. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Strukturausdruck draus machen würde, dann habe ich ja hier C1, ich habe hier C2, A1, A2 und ich habe B1 und B2. Das heißt, ich habe insgesamt 6 Variablen. Und wenn ich jetzt für diesen Term tatsächlich den Strukturausdruck betrachten würde, für diese Funktion einen Strukturausdruck erstellen würde und es im KV-Diagramm eintragen würde, hätte ich ein bisschen größeres KV-Diagramm. Muss ich ein bisschen mehr nachdenken oder ein bisschen genauer hinschauen. Ja? Wollen wir jetzt nicht machen. Deswegen, solche Fälle kann man hier auch den Satz von Eichelberger verwenden. Ja? Merkt euch das einfach, das ist wichtig. Nächster Übergang, B7 nach B4. Hier B7, das ist B4, dieser Übergang. Das ist der letzte Übergang, den wir jetzt in dieser Funktion nochmal betrachten werden. Das ist von hier nach hier, das heißt, wir haben eine Ausgabebelegung von 1 auf eine 0. Das heißt, ich habe hier einen Übergang, einen dynamischen 1-0-Übergang. Folglich kann ich einen dynamischen 1-0-Funktions- oder Strukturhazard haben. Ich fange zunächst mal mit meinem Funktionshazard an. Ich sehe hier meinen Übergangsbereich, also wo sich das Ganze abspielt, wieder grau hinterlegt. Und ich sehe schon, es ändern sich 2 Eingabevariablen, das ist einmal A und einmal B. Und auch hier, die Konstellation hatten wir jetzt schon ein bisschen öfter. Zwar in verschiedenen Anwendungsgebieten jetzt, aber man kann hier direkt schon sehen, dass ich einen Pfad habe, beziehungsweise wir haben hier den Wechsel von 7 nach 4. Das heißt, ich habe einen Pfad von 6 nach 4, über 6 nach 4 und einmal von 5 nach 4. Beide sind hier eigentlich unkritisch, weil ich trotzdem eine monotone Folge erzeugen kann. Und daher habe ich erstmal keinen Funktionshazard. Betrachte ich jetzt aber meinen Strukturausdruck, ist mein Übergangsbereich ein bisschen größer. Ich habe hier einen Wechsel von, schauen wir mal, also Eingabebelegung C1, B1, A1, A2. Wir haben einmal den Wechsel von B1, der Wechsel von 1 auf 0. Und wir haben einmal den Wechsel der A's von 1, 1 auf 0, 0. Das heißt, ich fange bei 15 an, das ist mein Start, das ist meine Startbelegung und ich habe bei der Belegung 8, höre ich auf, das ist meine Endbelegung, bin ich hier. 3 Variablenwechsel, 3 Fakultät, ist gleich 1 mal 2 mal 3, insgesamt wieder 6 Wege. Es reicht, wenn man jetzt hier einen Weg findet, der kritisch ist. Ja, deswegen suchen wir uns einfach mal den hier aus. Von 15 auf die 14 habe ich einen Wechsel von 1 auf 0. 14 auf 12 habe ich einen Wechsel von 0 auf 1 und 12 auf 8 habe ich einen Wechsel von 1 auf 0. Damit habe ich eine nicht monotone Folge und ich habe eine Folge gefunden, die eine nicht monotone Ausgabe liefert. Damit weiß ich schon, da ist ein Hazard. Nochmal zur Erinnerung, Hazardfehler impliziert den Hazard. Wenn ich den Hazardfehler gefunden habe, brauche ich nicht weitersuchen. Ich weiß, da ist ein Hazard. Und in dem Fall haben wir ja gesagt, es kann nur ein dynamischer 1-0 Hazard sein. Funktionshazard konnten wir ausschließen. Also ist es ein dynamischer 1-0 Strukturhazard. Wir können eine Zeitbedingung für diesen Fehler definieren. Und wir sagen, Zeitbedingung ist die, der Wechsel findet zuerst bei A1 statt, danach über A2. Und danach über B1, das ist Tau A1 kleiner, Tau A2 kleiner, Tau B1. So, interessanter wird es jetzt natürlich, wenn wir uns betrachten, wie können wir das verhindern. Wir können zunächst einmal günstige Verzögerungszeiten wählen, indem wir einen Pfad nehmen, der hier eine monotone Folge liefert. Das wäre hier Belegung 15 auf 13 auf 9 und dann auf die 8. Damit haben wir eine 1-1-1-0. Und vielleicht können wir hier noch den Satz von Eichelberger anwenden. Kopfschütteln, wow. Okay, Satz von Eichelberger, können wir den hier anwenden? Wer ist für ja? Definition, Satz des Eichelbergers, beinhaltet 2 Teile. Einmal können wir den Teil mit den Funktionshazards, haben wir ja schon erklärt. Bei der Definition mit dem Teil des
der dynamischen Strukturhazards, die wir alle vermeiden können, mit dem Satz von Eichelbergern, gibt es eine Bedingung, und zwar, dass es sich um einen Variablenwechsel handeln muss. Hier, wenn wir uns betrachten, haben wir im Strukturausdruck einen Variablenwechsel von 3 Variablen. Nochmal, das ist B und das sind die 2 A's. Und damit greift der Satz von Eichelberger hier nicht. Habt ihr Fragen? Keine? Also hier greift der Satz von Eichelberger tatsächlich nicht. Das können wir nur machen, wenn wir hier nur einen Einvariablenwechsel haben. Was wir allerdings machen können, ist die zweite Definition im Skript, die wir vorgestellt haben. Und zwar haben wir gesagt, ein Übergang ist genau dann hazardfrei, wenn kein Primimplikant in den Übergangsbereich hineinragt, ohne die 1-Belegung des Übergangs zu überdecken. Die 1-Belegung in unserem Fall hier ist unsere Anfangsbelegung, das ist die 7. Mein Übergangsbereich ist der graue Block, da finden alle Variablenwechsel statt. Was ist der Primimplikant, der hier in meinen Übergangsbereich hineinragt? Ich habe hier 2 Primimplikanten, einmal den gelben und einmal den blauen. Gelb befindet sich ja offensichtlich im Übergangsbereich komplett, also der kann es nicht sein. Wenn ich jetzt aber den blauen Primimplikanten betrachte, sehe ich, dass der tatsächlich von außen, also von Belegung 2, in meinen Übergangsbereich mit Belegung 6 hineinragt. Das seht ihr, oder? Allerdings, er ragt hier hinein, nimmt aber die Anfangsbelegung, die Belegung 7, hier nicht mit. Also beinhaltet nicht die 7. Das heißt, hier ist mein eigentliches Problem. Hier ist auch der Grund, warum mein Hazard-Fehler hier auftritt. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr könnt euch das so vorstellen. Ihr habt hier 2 Primimplikanten, die werden hier mit einer Disjunktion, sind ja Disjunktion von Konjunktionen, das heißt, die werden disjunktiv zusammengefügt, also dieser Primimplikant und dieser Primimplikant, also gelb und blau. In der Implementierung weiß ich, meine Ausgabe wechselt von 1 auf 0. Ich weiß aber, dass für meinen einen Primterm, für den gelben, die Anfangsbelegung 1 ist. Also die Belegung selber, also B7, liefert als Ausgabe eine 1. Ja? Wird ja hier in diesem Primterm erfüllt. Für den blauen ist das Ergebnis aber 0. Das heißt, ich habe eine 1 oder 0. Ja? Also 1 oder 0 gibt natürlich 1. Allerdings, wenn ich jetzt Verzögerungszeiten so gewählt habe, dass das Ergebnis meines blauen Primterms zuerst am Ausgang auskommt, dann bekomme ich direkt nach meiner 1 bekomme ich eine 0. Ich bekomme dann später das Ergebnis dieses Primterms, das heißt, der Pfad wird zuerst auf hier entlang gehen. Ich bekomme dann die Ausgabe meines blauen Primterms, das ist die 1, und bekomme dann wieder die 0 von meiner Endbelegung. Um das zu verhindern, kann man jetzt Folgendes machen. Man kann jetzt versuchen, tatsächlich die Primterme so zu wählen, dass man, falls sie denn hineinragen, aufgesplittet werden und nur tatsächlich Primterme verwenden, die, wenn sie im Übergangsbereich drin sind, auch die Anfangsbelegung hier mitnehmen oder die 1-Belegung mitnehmen. Gelb haben wir gesagt, ist unkritisch. Gelb können wir direkt übernehmen. Jetzt kann man hier natürlich einen anderen Primterm nehmen. Statt dem blauen nehmen wir jetzt hier rot. Wir nehmen die Belegung 6 und 7 mit. Ist ja auch ein Primterm. Dieser Primterm ist tatsächlich unkritisch. Der erfüllt genau die Definition, die wir haben wollen. Er nimmt die 1-Belegung mit und er ragt hier auch nicht so hinein. Ja? Allerdings muss ich natürlich die Belegung 2 noch mitnehmen. Wenn ich jetzt für die Belegung 2 wieder den blauen Term nehmen würde, einen blauen Primterm nehmen würde, hätte ich wieder eigentlich genau das gemacht, was ich nicht machen will. Ich hätte dann wieder einen Primterm, der hineinragt und meine 1-Belegung nicht mitnimmt. Das heißt, hier nehme ich einfach den Minterm noch separat mit. Meine Funktion sieht dann so aus, dass ich
einmal A und C habe. Ich habe einmal C, B und ich habe dann natürlich nochmal den Minterm. Das ist mein C nicht, B, A nicht. Gleiches Problem wie vorhin. Meine Implementierungskosten sind höher. Ich bin nicht mehr minimal. Kann aber hier auf die Minimalität verzichten, um diesen Hazardfehler loszuwerden. Allerdings nur für diesen Übergang. Also, nicht vergessen, wenn wir die ganze Zeit Hazards und Hazardfehler betrachten, betrachten wir nicht die Schaltfunktion an sich als Ganzes, sondern wir betrachten immer nur Übergänge in dieser Schaltfunktion, in diesem Schaltnetz. Ja? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir stellen fest, Behebung von dynamischen Strukturhazards bei Mehrvariablenwechsel ist ein bisschen schwieriger als die Behebung statischer Strukturhazards. Wir können einen dynamischen Strukturhazard in einem zweistufigen Schaltnetz, also disjunktiver oder konjunktiver Form, genau dann beheben, wenn jeder 1-Block, der in den Übergangsbereich hineinragt, die 1-Belegung des Übergangs umschließt. Dual dazu, wenn bei konjunktiver Form jeder 0-Block, der in den Übergangsbereich hineinragt, die Nullbelegung des Übergangs, müsste es eigentlich heißen, umschließt. Ja? Was man hier natürlich macht, ist ein Trade-off. Ich beseitige einen Strukturhazard und erzeuge irgendwo anders einen neuen. Also ich kann nicht alle Strukturhazards im Schaltnetz loswerden, das ist nicht möglich. Also in der Regel nicht möglich. Wenn ich jetzt nur eine Variable hätte mit 0 und 1, habe ich natürlich keine Probleme. Genau, also ist ein Trade-off. Ich beseitige bei einem Übergang diesen Hazard und eventuell erzeuge ich woanders nochmal einen anderen. Hier ist natürlich wichtig, was die Funktion meines Schaltnetzes ist und wo ich Hazards in Kauf nehmen kann und wo nicht. Und entsprechend, oder beziehungsweise wo dieser Hazard-Fehler kritisch sein könnte und wo nicht. Und dementsprechend muss man natürlich alle Übergänge, die wichtig sind, betrachten. Und die, die nicht wichtig sind, kann man dann tatsächlich, muss man in Kauf nehmen, dass da auch Hazard-Fehler auftreten können. So, wir stellen fest, auf Folie 11 hat man, glaube ich, schon die Zusammenfassung schon mal. Wir haben jetzt unterschieden zwischen Funktionshazards und Strukturhazards. Wir haben gesagt, Funktionshazards liegen als Ursache in der Schaltfunktion, Strukturhazards in der Struktur des Schaltnetzes. Bei Funktionshazard können wir den Hazard selber nicht beheben, wir können aber durch eine günstige Wahl von Verzögerungszeiten verhindern, dass der Funktionshazard Fehler auftritt. Und bei Strukturhazards haben wir verschiedene Behebungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Satz von Eichelberger. Die kosten uns allerdings, wir erkaufen uns diese Behebung des Fehlers allerdings durch einen höheren Implementierungsaufwand. Okay, dann sind wir soweit erstmal durch mit den ganzen Hazards. Jemand dazu Fragen? Wunderbar. Nächste Aufgabe, Totzeitmodell. Wir haben ja das Totzeitmodell schon vorgestellt. Wir haben gezeigt, dass man Totzeiten oder diese Totzeitglieder durchschieben kann an den Anfang, dass man das Modell ein bisschen vereinfachen kann, indem man zwei Bereiche daraus macht. Einmal einen Verzögerungsbereich und einmal einen idealisierten Bereich, wo meine Schaltfunktion implementiert ist. Wir wollen uns jetzt hier nochmal einen Spezialfall anschauen. Und gegeben sei dieses folgende Schaltnetz, das besteht aus zwei Invertern, ist jeweils hier ein Inverter. Und wir haben hier nochmal ein detaillierteres Zeitverhalten dieses Schaltnetzes oder dieser Inverter. Und zwar haben wir hier Tau 1.0 mit 20 Nanosekunden und Tau 0.1 mit 12 Nanosekunden in jedem Bauteil. Und das soll bedeuten, wenn meine Ausgabe von 1 auf 0 wechselt, habe ich eine Verzögerung von 20 Nanosekunden. Wenn meine Ausgabe von 0 auf 1 wechselt, habe ich hier eine Verzögerung von 12 Nanosekunden. Wir möchten jetzt für einen gegebenen zeitlichen Verlauf des Eingangssignals XT, der ist hier gegeben, schauen, was hier passiert. Dafür betrachten wir uns zunächst die Zwischenvariable Z von T, das ist hier unser Zwischenwert, was zwischendrin passiert, und die Gesamtausgabe Y von T und werden
Ja, wir werden das einfach analysieren. Ja? So. Also hier unsere Schaltfunktion im Schaltnetz. Inverter mit diesen verschiedenen Zeiten. Jetzt können wir, ich muss kurz überlegen, das kommt später. Okay. Jetzt betrachten wir uns Z von T. Wir gehen davon aus, unser Eingabesignal ist zunächst mal stabil auf 1. Das heißt, hinter dem Inverter bei Z von T haben wir stabil eine 0 stehen, weil es ja hier die Invertierung von X ist. Das heißt, wir fangen zuerst mit der 0 an. Invertieren die 0 an dieser Stelle. Entschuldigung, also wir haben eine 1 als Eingabesignal. Das heißt, die Ausgabe bei Z von T ist 0. Hier findet ein Eingabewechsel statt bei x von t von 1 auf 0. Das heißt, ich habe hier einen Wechsel von 0 auf 1 in meiner Ausgabe. 0 auf 1 hat eine Verzögerung von 12 Nanosekunden. Ich bin beim Zeitindex 10 plus 12 bin ich bei 22. Das heißt, erst bei 22 wechselt mein Ausgabesignal bei z auf die 1. Dann habe ich hier bei 16 Millisekunden oder Nanosekunden, eigentlich egal, also mit dem Zeitindex 16, habe ich hier wieder einen Wechsel von 0 auf 1, das heißt mein Ausgabesignal bei hinter dem Inverter wechselt von 1 auf die 0. 1 auf die 0 habe ich eine Verzögerungszeit von 20 Zeiteinheiten, 16 plus 20 bin ich bei 36, das heißt bei 36 geht es wieder runter. Nächster Wechsel ist bei 38, das ist der Wechsel von 0 auf 1, also hier wieder 12 dazu, bin ich bei 50, 50 geht es hoch. Nächster Wechsel ist bei 73, da müsste es von 1 auf 0 gehen. 1 auf 0 haben wir hier gesagt 20, das heißt 73 plus 20 bin ich bei 93. So, und hier scheint irgendwas Interessantes zu passieren, weil meine Animation hat hier gestrichelte Linien. Schöne Begründung, oder? Also, es ist interessant, weil es hier gestrichelt ist. Warum ist es interessant? Weil ich den nächsten Wechsel bei 78 habe. Und hier müsste ein Wechsel meiner Ausgabe von 0 nach 1 geschehen. 0 nach 1 habe ich 12 Zeiteinheiten, das heißt 78 plus 12 bin ich bei 90. So. Ich müsste aber bei 93 wechseln auf die 0, wechsle dann aber bei 90 wieder hoch auf die 1. Das heißt, mein Ausgabesignal bleibt bei der 1 durchgehend. Ja? So, dann habe ich Z als Eingabe für meinen nächsten Inverter. Im Grunde genau das Gleiche. Ist die Invertierung, Y ist die Invertierung von Z. Die ist zunächst mal stabil bei 1 bis zum Zeitindex 22. Bei 22 wechselt sie von der 1 auf die 0. 1 auf die 0 habe ich eine Verzögerungszeit von 20 Einheiten, also bin ich bei 42. Der Wechsel hier ist also bei 42. Bei 36 plus 12 geht es wieder hoch, also 48. 50 plus 20 geht es wieder runter, bin ich bei 70. Und dann bin ich durchgehend bei der 1 und habe hier durchgehend eine 0 an meinem Ausgang stehen. Soweit verständlich? Jemand Fragen dazu? Keine. Gut, dann wäre meine Frage, wir haben ja jetzt immer versucht, Totzeiten nach vorne zu schieben. Wenn wir jetzt beispielsweise wenn wir eine 0 haben und ich habe hier einen Inverter, der wechselt dann auf 1. Das heißt, vorher war es vielleicht auf 1 und wechselt dann hier auf die 0. Kurz gucken, ja. Das heißt, von 1 auf 0 habe ich 20 Zeiteinheiten Verzögerung. Dann habe ich hier den nächsten Inverter, der wechselt auf die 0. Das heißt, hier habe ich 12. Also 0 wird hier zu einer 1, wird hier wieder zu einer 0. Und ich habe ja dann insgesamt 20 plus 12, 32 Zeiteinheiten Verzögerung. Gehe ich den anderen Weg, fange ich bei 1 an, dann wechselt mein Inverter auf die 0. Das heißt, ich habe hier Verzögerung 0,1 mit 12 Zeiteinheiten. Ich habe hier einen Wechsel von
1 auf die 0, habe hier 20, das heißt, hier kann ich ja auch zusammen addieren, komme ich auch auf 32. Jetzt könnte ich ja sagen, wir haben ja bisher immer alles nach vorne geschoben, hier könnte ich ja auch alles nach vorne schieben. Ja? Ich sage, jetzt muss man ein bisschen umformulieren, das ist nämlich eine 1-0-1-Übergang und es wäre ein 0-1-0-Übergang wahrscheinlich. Ja. Beziehungsweise eigentlich müsste es ein Tau 0 und ein Tau 1 sein. Ist egal. Wir können hier zusammenfassend sagen, ich habe ein Bauteil mit Tau gleich 32, weil ich weiß ja, egal ob ich jetzt hier eine 1 oder eine 0 anlege, das Ergebnis kommt ja erst nach 32 Zeiteinheiten hier hinten an. Ja? Bisher haben wir es immer so gemacht, das müsste ja hier eigentlich auch funktionieren, warum eigentlich nicht? Ich ziehe also alle meine Verzögerungszeiten nach vorne, mache hier wieder mein zweiteiliges Schaltnetz, ich habe hier meinen reinen Verzögerungsteil und ich habe hier meinen Funktionsteil, ja, wo meine Funktion umgesetzt wird. Betrachte ich jetzt meine Eingabefunktion, kann ich einfach die Eingabefunktion hier anwenden. Ich könnte sagen, ich invertiere das Eingabesignal und habe immer die Negation nach 32 Zeiteinheiten. Das heißt, bei ist eine doppelte Invertierung, das heißt, es kommt genau dasselbe wieder raus. Ich habe hier nur eine Verzögerung von 32 Zeiteinheiten. Das heißt, ich komme die 1 entlang, habe bei 10 plus 32 wäre die 42, habe ich den Wechsel nach 0. Ich habe 16 plus 32, bin ich bei 48, habe ich den Wechsel auf die 1. 38 plus 32 sind wir bei 70. Und dann habe ich hier nochmal 73 plus 32, bin ich bei 105 und auf der 110 hätte ich nochmal einen Wechsel auf die 0. Müsste ja auch stimmen eigentlich. Also das ist ja der gleiche Verlauf wie da oben, nur mit 32 Zeiteinheiten Verzögerung. Und was war deine Frage jetzt nochmal? Wenn wir auf 0 schalten, haben wir keine Verzögerung. Hier? Das ist ja die 38. Also 38 plus 32 plus 70. Ja? Das ist nur die Verzögerung nach rechts. Okay. Nochmal demokratisch. Wer ist dafür, dass es so stimmt? Keiner mehr. Vorhin hat man noch genickt. Wer ist dafür, dass es falsch ist? 1, 2, 3, 4, 5. Wer enthält sich? 5, 6, 6. Was mit dem Rest? Keine Meinung? Zu schüchtern? Okay, wer ist zu schüchtern, um sich zu melden? Einer. Okay, wir vergleichen mal, wir haben ja vorhin schon was berechnet, das sah ja so aus. Das war ja das, was wir festgestellt haben. Das heißt, wir haben hier 1, 0, 1, 0. Also zwei Hubbel vielleicht für y. Jetzt schauen wir uns das hier an. Jetzt haben wir hier den 1, hier nochmal einen zweiten Hubbel und hier ist der dritte Hubbel. Das sieht ja schon mal anders aus. Die Frage wäre jetzt natürlich, welches von beiden ist richtig? Nochmal. Wer ist dafür, dass das erste richtig war? Die gleichen vier. Wer ist dafür, dass das zweite richtig ist? Einer. Du warst doch der zu schüchtern, war sich zu... Nee, es war der andere. Okay. Ja, tatsächlich funktioniert das so hier nicht. Also wir können hier nicht einfach die Todzeiten nach vorne ziehen. Also das zweite ist falsch. Das funktioniert so nicht. Warum nicht? Wir haben hier eine Konstruktion, die uns Impulse, die kleiner sind als 8 Nanosekunden, absorbiert. Und zwar können wir das hier mit Tau 1,0 minus Tau 0,1, also 20 minus 12 Nanosekunden feststellen. Oder beziehungsweise, wenn wir uns das hier betrachten. Und Impulse heißt hier, dass wir quasi erstmal auf die 1 wechseln und dann auf die 0 wechseln. Wieder zurück auf die 0 wechseln, also hoch und runter Flanken. Also zunächst die Aufwärtsflanke und dann die Abwärtsflanke. Wenn ich also Impulse habe, die hier 8 Nanosekunden lang sind oder kürzer,
dann werden die hier komplett wegabsorbiert. Ja? Also die tauchen dann nicht mehr auf. Wenn ich jetzt aber hier in meinem vereinfachten Modell schaue, ne? Zu viel Animation. Wenn ich hier in meinem vereinfachten Modell schaue, dann kann ich das hier so gar nicht nachmodellieren. Also diese Funktionalität habe ich hier gar nicht abgebildet. Ja? Ich habe hier das Ganze so stark vereinfacht, dass dieser Absorptionsmechanismus, der ist so gar nicht darstellbar. Hier kriege ich tatsächlich nur, also wenn ich jetzt so modellieren würde, hätte ich jetzt nur einen Verzögerungsteil, der mir einfach die Funktion nach rechts schiebt. Ja? Und das geht tatsächlich nicht. Ich muss tatsächlich bei so etwas ein bisschen genauer hinschauen. Und ich bekomme bei diesem vereinfachten Modell eine fehlerhafte Wiedergabe meines tatsächlichen Signalverlaufs. Also Durchschiebbarkeit dieser Verzögerungsglieder ist in diesem Fall nicht möglich. Deswegen mussten wir auch diesen Beweis in der Vorlesung tatsächlich nochmal zeigen mit der Durchschiebbarkeit, dass es für normale Tourzeitglieder, so wie wir sie vorgestellt haben, auch möglich ist, auch wenn der Beweis sehr trivial aussieht. Für diesen Fall zum Beispiel würde das nicht gehen. Also ich könnte das nicht beweisen, weil es auch hier einfach nicht funktioniert. Ja? Okay, letzte Aufgabe für heute. Gegeben ist das im Bild dargestellte Schaltnetz. Wir haben alle Gatter mit einer Totzeit von 5 Nanosekunden. Zu Beginn liegen alle Signale stabil an. Eingangssignale D0 und S wechseln gleichzeitig von 0 auf 1. D1 bleibt stabil auf 0. Das sehen wir jetzt hier. Also D0 liegt auch stabil auf 0, D1 liegt stabil auf 0, S liegt stabil auf 0 und wechseln tun D0 und S auf die 1. Verläufe der Signale A und D sind im Zeitdiagramm bereits dargestellt, also in dieser Schaltung. Also hier haben wir die Schaltung nochmal. Wir sehen den Verlauf von A hier gegeben. A ist die Negation von S. A ist die Negation von S. Also hier habe ich einen Wechsel von 0 auf 1 und dieser Wechsel von 1 auf 0 der Negation ist natürlich 5 Nanosekunden verzögert. Genau. Also was ist gegeben? A und D sind bereits gegeben. So, D ist das NAND von A und D1. Das heißt, ich betrachte A ist die ganze Zeit auf 1 und D1 ist die ganze Zeit auf 0. Das heißt, 0 und 1 wäre 0. 0 und 0 ist auch die 0. Das heißt, für mein D habe ich eine konstante 1, eine durchgängige. Und ich möchte jetzt zunächst mal B erfassen. B ist das NAND von A und D0. So, D0 wechselt hier auch von 0 auf 1. A ist die ganze Zeit auf 1, das heißt, bis zu dem Zeitpunkt habe ich hier 0 und 1 ist die 0, negiert ist es die 1. Dann wechselt D0 auf die 1, A bleibt auf 1, das heißt, ich habe A gleich 1 und 1 ist die 1, negiert wäre die 0. Und dann habe ich danach nochmal einen Wechsel von 1 und 0 ist die 0, negiert ist wieder die 1. Das heißt, ich habe hier einen kleinen Impuls nach unten, den muss ich aber 5 Nanosekunden verzögert darstellen. Das heißt, das wäre der Signalverlauf von meinem D. Dann habe ich, betrachten wir nochmal C. C ist das NAND von S und D1. D1 ist konstant 0. S ist 0, wechselt dann auf die 1. Hier weiß ich, da D1 die ganze Zeit 0 ist, kann die Verundung beider Elemente nur eine 0 sein. Negiert habe ich dann natürlich eine 1, also das NAND beider Elemente wäre eine 1. Das heißt, mein C ist die ganze Zeit die 1. Und jetzt habe ich das Y und mein Y ist das NAND von B, C und D. Das heißt, die drei Elemente genandet. Ich habe hier 1, 1, 1. Geundet ist es eine 1. Negiert eine 0, habe ich immer noch 1, 1, 1, ist immer noch die 0. Dann habe ich hier eine 0, 1, 1, geundet oder genandet ist es dann die negierte 0. Also hier habe ich einen Hubbel nach oben und der müsste auch wieder ein Kästchen oder 5 Nanosekunden verzögert sein. Das heißt, mein Verlauf hier müsste so aussehen.
So, soweit klar? Einverstanden? Geht's weiter? Nochmal in schön gezeichnet. Also hier haben wir einmal den Impuls nach unten, einmal den Impuls nach oben bei Y. Jetzt weiß ich allerdings, dass dieser Verlauf des Ausgangssignals Y einen Hazardfehler aufweist, weil ich habe nur einen Eingabewechsel und ich habe hier eine nicht monotone Folge. Also statt 0, durchgängige 0, habe ich eine 0, 1, 0. Nochmal. Einmal ein Eingabewechsel und ich habe hier zweimal den Wechsel bei Y. Ja? Also muss ein Hazardfehler sein. Das heißt, Hazardfehler impliziert den Hazard. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, um was für ein Hazard es sich handelt. Hier habe ich natürlich zwei Möglichkeiten, Funktions- oder Strukturhazard. Wir wissen, dass die Ausgabe bei 0 sein muss, also kann es nur ein statischer 0 oder ein statischer 0 Funktions- oder ein statischer 0 Strukturhazard sein. Ja? So, hier nochmal das Schaltbild. Und wir wollen jetzt zunächst einmal die Funktion betrachten. Ein bisschen schneller machen, wenn wir noch Zeit für die Evaluation haben. Wir können hier sagen, dass unser y b und c und d negiert ist. Wir können sagen, dass b d0 nennt a ist. Das ist das hier. Wir können sagen, dass c s nennt d1 ist. Das ist das hier. Und wir können sagen, dass d0 und d1 genannt ist. Wenn sie negiert, jetzt kann man hier Negation nach unten ziehen, dann bekomme ich sowas hier, d0a oder sd1 oder d0b1. Jetzt kann ich das A nochmal einsetzen. Das A war das negierte S, also ist S nicht. Und damit habe ich dann die Funktion, die hier implementiert wird. Richtig? D0, D1, S, D1. Jawohl. D0, D1, S, D1 und D0, S nicht. Genau. So, Schnelldurchlauf. Wir tragen die entsprechenden Primimplikanten hier ein. Ich bekomme diese Funktion. Lassen wir die Nullen einfach weg, der Übersichtlichkeit halber. Und das ist dann meine Funktion. Betrachte ich jetzt den Übergang, der hier verlangt wird, habe ich einen Wechsel von D0 und S. Das heißt, zunächst mal ist alles auf 0. Das heißt, das ist mein Start. Und ich wechsle D0 und ich wechsle S. Und das ist tatsächlich auch der Pfad, der genommen wird. Also ich hätte natürlich auch zuerst S wechseln können, dann wäre ich zunächst einmal hier und würde dann hier wandern. Ja, und das ist meine Endbelegung. Also die zwei Wege kann ich hier gehen. Das ist mein Übergang von B0 nach B5. Kann ich einmal über die 1 und einmal über die 4 gehen. Wir wissen von der Ausgabe Y, dass hier schon die Belegung 1 genommen wird, da wir hier auch die nicht monotone Folge haben, rührt daher, dass natürlich der Übergang von D0 schneller vonstatten gehen muss. Das heißt, Tau von D0 muss kleiner als Tau S sein. Und wenn wir uns den Weg von D0 betrachten, der ist tatsächlich kleiner als der von S, weil bei S liegt hier nochmal ein Negationszeichen, ein Inverter dahinter. Das heißt, hier haben wir eine Verzögerungszeit von 10 Nanosekunden und hier nur von 5. Entschuldigung, von 10 und 15, weil wir hier nochmal einen Nand haben. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum hier ein Fehler auftritt. Nicht monotone Folge der Funktionswerte haben wir schon festgestellt. Und wir wissen, dass ein statischer Nullfehler, statischer Nullhazard vorliegen muss. Da wir jetzt nicht den Strukturausdruck betrachtet haben, sondern nur die Funktion, also der Fehler in jeglicher Implementierung dieser Funktion auftritt, können wir hier feststellen, dass es sich um einen statischen Nullfunktionshazard handelt, und damit wären wir dann auch fertig.